Serpe Eham, 6:5 gegen Nürnberg. Stimmt, ne? Ja. Wie hast du das Spiel gesehen? Oh, ich glaube, schon sehr zerfahren. Also man hat schon gemerkt, dass beide Mannschaften unter Druck stehen. Ich meine, wir gehen dann 5-3 in Führung, schenken dann wieder 2 Tore relativ leicht her. Und es war dann schon so ein offener Schlagabtausch, wo es die ganze Zeit rauf runter geht. Aber wir sind natürlich froh in der Phase, wo wir gerade sind, dass wir 2 Punkte mitgenommen haben. Das wollte ich gerade fragen. 2 Punkte gewonnen oder einen verschenkt? Ja, also das ist nicht zum ersten Mal, dass wir eigentlich sowas ja schon verschenken. Aber ja, wie gesagt, in der Phase, wo wir gerade sind, sind wir einfach um jeden Punkt froh. Jetzt hat es auch mit dem Powerplay geklappt. Ihr habt 2 oder 3 Tore im Powerplay geschossen. Was läuft vielleicht anders? Ja gut, also ich glaube, dass das schon sehr gut analysiert immer wird vom Pelle, wie die Gegner spielen. Und ja, die Spieler müssen sich ja dann einmal erst drauf finden. Und ja, jetzt hat es mal geklappt. Ich denke, wir haben die Spiele davor schon einmal gute Chancen gehabt. Ist natürlich immer Glückssache auch dabei. Aber ja, ist gut für uns, dass das klappt, für das Selbstvertrauen auch. Du hast da ein bisschen so einen Katsch unterm Auge. Da gab es dann im zweiten Drittel mal wüste Szenen vor dem DEG-Tor. Wie hast du es gesehen? Du hast ja auch ein bisschen mitgemischt. Ja, also ich glaube, bei so einem Spiel ist ja schon so ein Playoff-Charakter. Ich glaube, da kann sowas schon vorkommen. Und ja, ich habe es einfach gesehen, der Mo wurde zum Torwart geschubst. Ich bin dann hin und dann ging es auch schon los. Dann flogen die Fäuste. Es waren ja 4 Leute, 2 Pärchen, 3 Pärchen. Ich habe es gar nicht genau gesehen, was bei anderen war, aber die haben ja auch 5 Minuten, deswegen ja insgesamt 4 Leute. Aber ja, war ja dann gut, weil die haben eine Strafe gekriegt, dann haben wir noch ein Tor auch geschossen, deswegen hat es dann schon was gebracht auch. Ja. Und wie schwierig war es im letzten Drittel? Da ist dann ja der Ebner rausgestellt worden, der Anki war auch nicht mehr dabei. Wie schwierig war es da, dann eben noch keinen weiteren Treffer zu kassieren? Ja, also klar, die Verteidiger haben dann schon mehr Rotationen gehabt, mehr Eiszeit, aber ich denke, zu den Stürmer wurde auch gesagt, dass wir mehr nach hinten denken sollen und sowas. Und ich glaube, das haben wir dann im dritten Drittel besser gemacht wie die Drittel davor. Also einen hohen Mann gehabt, dass wir nicht so auf 3-2-Situationen haben. Und ja, wir haben dann ganz gut den Verteidiger geholfen. Am Sonntag geht es weiter in Mannheim. Was erwartet ihr da vom Spiel? Ja, also wir haben natürlich ein schweres Spiel. Mannheim, eine starke Mannschaft, obwohl Verletzungen in Mannheim ist immer schwer. Ja, wir müssen diszipliniert spielen auf alle Fälle. Die Top-Spielern von denen keine Zeit und Raum lassen. Und ja, dann sind da wieder Punkte drin. Also in der Liga, glaube ich, kann jeder jeden schlagen. Dann wünschen wir weiter viel Glück und danke. Danke, servus. Congratulations, Tom, even though you were late for the press conference. But I thought it was a pretty wild game. That first period, we came out really good, exactly what we wanted to do. We wanted to put a lot of pressure on their goalie because we knew it was only his third game of the year. We got 17 shots, and we felt pretty good after the first. But, you know, obviously from that point on, I thought Dusseldorf played really well, did a lot of good things offensively. We didn't manage the puck very good through the neutral zone, and we didn't break the puck out very well at all coming out of our end, which is usually one of our strengths. And then penalty killing struggled tonight. But, you know, it was a hard-fought game. Great game for the fans, seeing all those goals scored, which is always good for them. But yeah, every point this time of year is an important point, and we'll take it and run and get back home and get ready for Cologne on Sunday. Thank you. Vielen Dank. Ich fasse kurz zusammen. Es wäre ein wildes Spiel gewesen. Seine Mannschaft hätte einen guten Start gehabt. Sie hätten gewusst, dass Henrik Hahne erst das dritte Spiel macht. 17 Schüsse wäre mit zufrieden gewesen. Im ersten Drittel hätten sich gut gefühlt. Danach hätte die DEG viele gute Dinge gemacht, gute offensive Entscheidungen getroffen. Sie hätten den Puck nicht gut genug rausbekommen und auch das Penalty-Killing, das Unterzahlspiel, wäre nicht gut genug gewesen. Insgesamt wäre es ein tolles Spiel für die Fans gewesen. Jeder Punkt wäre wichtig in dieser Phase und sie würden sich jetzt vorbereiten auf Köln am Sonntag. Thomas. Ja, guten Abend. Ja, ich denke, wir hatten keinen guten Start. Tom sagt, ziemlich lange gebraucht, um ins Spiel zu finden. Nürnberg, die kam raus aus der Kabine, was wir wussten, die sind läuferisch stark, spielen sehr körperbetont, gerade in ihrem Vorcheck hat man am Anfang Probleme. Ich glaube, nach 13 Minuten hatten wir erst 2 Schüsse aufs Tor, 2-12 Schüsse für Nürnberg und haben dann langsam ein bisschen besser ins Spiel gefunden. Gehen dann mit einem 2-2 in die Drittelpause. Zum Glück und ja, dann im zweiten Drittel haben wir besser ins Spiel gefunden, ein bisschen mehr Zugriff bekommen, schießen dann 3 Tore in Überzahl im zweiten Drittel, was die Jungs sehr gut gemacht haben und ja, sind dann zweimal mit 2 Toren in Führung. Da müssen wir es dann auch irgendwo teilweise dann auch ein bisschen schlauer spielen, wenn du mit 2 Toren
ein bisschen besser absichern, gerade die Stürmer, wenn die sehen, dass die Verteidiger nach vorne gehen, dass man da einen Stürmer hinten lassen oder der dann absichert. Aber nichtsdestotrotz war es dann ein sehr offenes Spiel, wie Tom sagt, ein wildes Spiel. Und Riesenlob auch an Henrik Hane, der uns im Spiel gehalten hat, riesen Saves gemacht hat, wichtige Saves gemacht hat für uns. Und der auch im dritten Drittel dann das 5-5 gehalten hat. Und dann in der Verlängerung ging es auch hin und her mit dem schöneren Ende für uns. Und freuen uns sehr über die zwei wichtigen Punkte. Danke. Gibt es Fragen bei Trainer? Bernd Schwickerath, Rheinische Post. Eine Frage nach dem schwachen Start. Ja gut, es wurde natürlich angesprochen, dass wir einen guten Start brauchen, dass Nürnberg läuferisch sehr stark ist. Und ist es zu erklären, wir haben, wie gesagt, wir sind nicht gut aus dem Drittel rausgekommen, haben teilweise die Scheibe in der Vorwärtsbewegung ein bisschen zu sorglos mit der Scheibe umgegangen, wo wir Plays machen wollen, wo keine Plays da sind. Und da müssen wir im Allgemeinen, da müssen wir schlauer werden, egal ob das im dritten Drittel ist oder den Start. Und da müssen wir daraus lernen. Das wird angesprochen und dann beim nächsten Mal hoffentlich besser gemacht. Gibt es weitere Fragen? Henrik Haukeland fehlt ja heute krankheitsbedingt. Kannst du schon sagen, ob der auch Sonntag wieder fit ist? Eine Frage nach der Erkrankung von Henrik Haukeland. Nee, kann ich noch nicht sagen. Das wissen wir noch nicht. Das erfahren wir morgen, denke ich mal. Morgen sind wir schlauer. Wie gesagt, er war heute raus und wir hoffen auf eine schnelle Genesung. Und ich denke aber mal, morgen wissen wir dann Bescheid. Bernd Schwickerath, Rheinische Post. Ihr habt ja aber beim positiven zwei Spiele in Folge jeweils 6 Tore geschossen. Was macht ihr gerade offensichtlich besser? Frage nach den 2x6 Toren hintereinander. Ja gut, heute hat es im Überzahl auch geklappt. Immer 3 Tore in Überzahl, was gut war. Und ich denke, die Jungs gehen besser zum Tor. Ich glaube, wir hatten dann knapp über 40 Schüsse jetzt im ganzen Spiel. Und das ist wichtig, dass wir Scheiben zum Tor bringen. Auch nicht schön spielen, nicht immer probieren, die schönen Plays oder nochmal quer zu legen, sondern es dann irgendwo einfach halten. Dass wir die Scheiben zum Tor bringen, nacharbeiten und dann fallen die Dinger dann auch irgendwann. Eine Frage nach der ersten Reihe. Ja gut, die sind natürlich, die haben eine offensive Qualität, ne? Das ist klar. Aber ja, da müssen wir es auch, die ersten zwei Tore, Gegentore, da müssen wir es ein bisschen schlauer spielen, auch in der Vorwärtsbewegung. Da haben wir, sind wir einmal, glaube ich, alleine gegen 3. Und da probieren wir irgendwie an der blauen Linie zu klären, alleine. Da muss die Scheibe einfach tief und hinterher. Und dann ist es ab und zu teilweise, wo sie voneinander lesen müssen, ne, und sehen müssen, okay, Verteidiger ist tief, ich bleibe hinten oder ich nehme den Schritt nach hinten, anstatt den Schritt nach vorne zu gehen. Aber wie gesagt, es wird alles morgen analysiert, aufgezeigt und da beim nächsten Mal besser gemacht.